Hallo miteinander, da sind wir wieder. Aber irgendwer fehlt. Ich weiß wer, Raphael und Cornelia. Sind wir zu spät? Ja. Oh je. Wir haben schon begrüßt. Fehlt nur noch die Musik. Okay, ihr habt schon begrüßt. Super. Und ihr seid sicher alle schon richtig gespannt, wie unsere Geschichte weitergeht. Nämlich die vom Rahmenmädchen und vom Ochsen. Denn in den letzten drei Folgen habt ihr ja mitbekommen, wie die Freundschaft entstanden ist und wie die sich immer besser verstanden haben. Aber der Papa es einfach nicht begreifen wollte. Und seine größten Bedenken hatte er wegen der Sprache. Die sprechen ja beide gar nicht dieselbe Sprache, oder? Ja, ich spreche ja Ochsisch und ich Rabisch. Ja, und da muss man sich schon fragen, wie passt das zusammen? Gibt es Ochsarabisch oder vielleicht habt ihr ja auch eine gemeinsame Sprache erfunden. Hört mal gut zu. Denn wir haben unsere Sprache selbst erfunden für uns zwei. Spitzt die Ohren, wir verstehen uns und der Rest ist allerlei. Denn wir haben unsere Sprache selbst erfunden für uns zwei. Spitzt die Ohren, wir verstehen uns und der Rest ist allerlei. Schau, Papa, Papa, schau, mein Freund und ich, das passt genau. Denn wir haben unsere Sprache selbst erfunden für uns zwei. Spitz die Ohren, wir verstehen uns und der Rest ist einerlei. Pick, pick, pick. Also Ida und Lorenz, Entschuldigung, aber mir ging das ein bisschen zu schnell mit diesem Mu und Pick. Können wir das bitte nochmal wiederholen? Und vielleicht könnt ihr alle auch mitsingen, dann kriege ich sicher auch hin. Ich habe auch eine Idee, was vielleicht dem Raphael helfen könnte, sich eure Sprache zu merken. Ida, Rahmmädchen, schau mal. Ich habe dir ein P, Pi, Pick mitgebracht. Und dir, Ochse, habe ich ein Mu mitgebracht. Raphael, Pick. Mu. Alles klar? Das hilft mir sehr. Pick und Mu. Sollen wir tauschen? Ich mein Püff und du mein M. Simsalabim, da kenne ich aber ein Lied. Auf einem Baum ein Kuckuck, Simsalabim, bam, basela, dusela. Den habe ich irgendwas falsch gemacht, oder? Ja. Ich, ein Ochse, hock doch nicht auf den Baum. Und ich, ein Rabenmädchen, ist doch kein Kuckuck, sondern ein Rabe. Stimmt, aber wisst ihr was, dann singt ihr doch das Lied selber. Auf einer Wiese ein Ochse.
Salabim, bam, ba, salalu, salabim. Auf einer Wiese lag saß, der fraßen kaute Grünes. Sing, salabim, bam, ba, salalu, salabim. Raphael, das ist witzig, weil das erzählt sogar das Spiel, was wir letztes Mal gespielt haben zusammen. Und weißt du was, bei dem Lied musste sogar der Rabenpapa schmunzeln. Ich glaube, jetzt hat er es endlich verstanden. Und jetzt hat's auch der Papa verstanden, dass es nämlich egal ist. Ob wir groß sind oder klein, die Begabung wird das sein. Denn ein Freund findet immer eine Lösung, wie fein. Ob wir groß sind oder klein, die Begabung wird das sein. Denn ein Freund findet immer eine Lösung, wie fein. Vielen Dank, dass ihr uns jetzt 4 Folgen lang begleitet habt. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Nachmachen zu Hause. Wir wünschen euch alles Gute. Bis bald mal. Tschüss. Tschüss. Ade. Ade. Tschüss.